Hallihallo, hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, zu einem neuen Game-Vlog. Ich bin der Onkel und ich habe wieder mal ein paar kleine Informationen für euch. Und wie ihr seht, spielen wir dabei eine Runde The Division. Aber das ist nicht mein Let's Play-Char. Also das ist mein zweiter Char, wo ich im Livestream gezockt habe oder wo ich so privat ein bisschen zock. Und ja, was setzen wir uns denn hier mal für ein Ziel? Wir werden jetzt einfach ein bisschen auf der Map rumstromern. Und werden mal schauen, uns vielleicht ein Safehouse, da oben zu dem Safehouse würde ich sagen, gehen wir mal und nehmen uns die ganzen Sachen hier mit. Oder? Oder wir gehen... Nee, ist schon richtig so. Wir gehen... Ach, guck mal, da unten ist ein Neben... Warum habe ich denn da einen Nebeneinsatz? Hä? Warum? Ich war doch da schon. Ja, da werden wir halt da runter mal fix gehen und nehmen uns hier diese ganzen Sachen mit. Das, das, das. Und dann gehen wir hier runter. So, das wird jetzt unser kleiner Job sein. Ich spiele hier nicht großartig irgendwelche Levels vor, weil ich die gerne im Let's Play ja, so gut wie blind erleben möchte. Und ja, okay, es gibt ein bisschen was zu erzählen mal wieder, deswegen ein Vlog. Und zwar melde ich mich zurück jetzt nach einer fast vierwöchigen YouTube-Pause oder überhaupt Pause. Denn mich hat es doch mal gesundheitlich ein kleines bisschen erwischt. Falls welche interessiert, dies interessiert. Und zwar hatte ich, ja, wie soll ich das jetzt sagen, für mich ist das ein bisschen unangenehm, das zu sagen, aber weil ich das eigentlich als immer ziemlichen, naja, Quatsch empfunden habe, will ich jetzt nicht sagen. Wir brauchen mehr wie Sie. Aber, ja, wenn man es selber nicht hat oder wenn man selber nicht so davor, keine Erfahrung damit hat oder sowas, dann kommt es einem doch immer ein bisschen irreell oder wie heißt das, surreal vor und man denkt immer so, ja, das ist doch Quatsch oder bla 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 oder denkt dann immer, ja, und zwar hatte ich, ja, Burnout, großes Thema, aber ich hatte kein wirkliches Burnout, sondern eine Vorstufe davon und ja, da brauchte ich erstmal Erholung und die zog sich halt eben fast 4 Wochen lang hin. Also ich hatte jetzt nicht direkt jetzt, also wie gesagt, das war eine Vorstufe vom Burnout. Für jeden, der es interessiert, ich will jetzt nicht jammern, ich will es euch bloß erklären, für die, die es interessiert. Ich bin ja privat, also ich bin ja selbstständig, ne? Ich habe ja eine eigene Firma und habe da auch 6 Angestellte. Und ja, und dass so eine Firma zum Beispiel nicht immer Oberklasse läuft oder dass immer die immer richtig positive Punkte hat, und eben seine Problemchen mit sich zieht und sowas. Und seine eben Sorgen. Weil es hängen nun mal auch 6 Leute oder sowas dran. Das ist vollkommen klar. Dann habe ich nebenbei noch den YouTube-Kanal hier. Den mache ich halt eben als... meine Selbstständigkeit beruht sich ja nicht auf YouTube oder so. Also das hat nichts damit hier zu tun. Mit Videospielen auch nicht oder so. Das hat nichts damit hier zu tun. Und ja, wie gesagt, dass das dann halt immer nicht so gut läuft und das hat man ja, ist ja normal, halt man mit einem Scheiße weg. In diesem Käfigdings auf dem Dach gefangen. Ja, man kann das irgendwie noch wegdrücken, wenn man irgendwas ist. Und, oh, da kommt ja noch jemand. Und dann habe ich natürlich noch eine Familie, ne? Hab eine Frau mit 2 Kindern und ja, das eine Kind ist öfters mal krank, wegen Kindergarten, und da gibt es dann eben immer schlaflose Nächte und ja, das man steht halt früh auf und geht erst durch den YouTube-Kanal zum Beispiel erstmal so um 2, um 3 rum ins Bett und dann steht man wieder um 6 auf und das, wenn man das dann ewig lang, jahrelang so durchmacht, irgendwann packt es einen dann halt eben. Und also bei mir war das, es hat ja verschiedene Auswirkungen, so ein wie gesagt, ich hatte keinen Burnout, ich hatte eine Vorstufe zum Burnout.
Und mir wurde oft auch dringendst geraten, etwas mal jetzt erstmal ein bisschen kürzer zu drehen, ein bisschen ruhig. Und deswegen habe ich, wie gesagt, mir die Pause so lange gegönnt, bis es mir wirklich wieder gut ging. Bei mir hat sich das eben mit Panikattacken hat sich das ausgewirkt bei mir. Also das hieß, egal, waren wie Panikattacken. Also ich weiß nicht, ob das Panik, ich kenne mich, wie gesagt, damit nicht aus. Ich war jetzt auch nicht ich habe bei einem Psychologen vorgesprochen, aber ich weiß nicht, wenn der Psychologe ist immer so eine Sache, wo du dann, ich weiß nicht, was Richtiges haben musst, um da, ja, deswegen war ich bloß beim Doc und der hat dann auch gesagt, Vorstufe Burnout, mach ruhig. Und das habe ich dann auch gemacht, weil es ging mir wirklich nicht gut. Das war ja wirklich, ich habe Game gezockt und habe dann Zitteranfall und Schweißausbrüche, Kopfschmerzen und ich mir war das kurz übel und so. Also so ein richtiger Shit, so ein scheiß Teufelskreis gewesen. Also egal, ich konnte gut gelaunt in den Tag reingehen und dann habe ich mich da rangesetzt und dann baff. Und genauso war es halt auch mit dem Job, also mit meiner Firma. Und das Einzige, was ich eben machen konnte, war wirklich die ganze Zeit im Bett zu liegen, auf der Couch zu liegen oder halt eben mal spazieren zu gehen oder sowas. Ein bisschen rauszugehen, wenn das Wetter zugelassen hat, ein bisschen mit den Kiddies spielen, das war irgendwie für mich das Schönste jetzt gerade. Das ganze Zeug habe ich eigentlich schon geholt. Und habe mich halt ein bisschen erholt. Und jetzt geht es natürlich wieder weiter. Ich möchte aber aus diesem Grunde habe ich so ein bisschen Eigenbildung, ne? Aus solchen Sachen lernt man dann halt. Und da habe ich dann mir halt überlegt, ich muss jetzt mal ein kleines bisschen kürzer treten. Ich weiß ganz genau, ich nehme das jetzt vor und es wird sowieso nichts draus, weil ich eben auch so ein Typ bin, der ja seine Zeit damit eben gerne nutzt, diesen Kanal hier weiter mit Videos zu besticken. Ganz ehrlich, ob er es schaut oder nicht. Ich mach's halt gern, das ist halt so eine Leidenschaft und genauso ist dieses, klar haben viele zu mir gesagt, lass den YouTube-Kanal doch, das ist doch eine extra Arbeit, die stresst dich und bla bla und der Job ist doch wichtiger, ist mir schon klar, dass meine Firma wichtiger ist, aber ich mach das hier aus Leidenschaft, ich mach das hier aus Spaß, mir macht das richtig Spaß hier, der ganze Mist und auch das Hochladen und bla bla bla. Es macht mir einfach eine riesen Freude und wenn ihr 17 Mann seid, ich meine, ich habe jetzt die 5000 Abonnenten, erstmal Dankeschön und dass ich jetzt 5000 Abonnenten geknackt habe, aber ich bin, wenn ich das Ganze so sehe, ihr seht es ja selber, wenn ihr meine Videos schaut oder wenn ihr meinen Kanal drüber schaut, dann ist die Tendenz, meine Aufrufe zu meinen Abonnenten, sind wir mal ehrlich, ist halt nicht so brachial. Ich meine, zu den neuen Videos muss ich sagen. Die alten Videos werden halt schon geklickt und am meisten eben dieses blöde Magna Cum Laude Larry. Das hat jetzt schon fast 2 Millionen Klicks und dass da natürlich Abonnenten hängen bleiben. Von 2 Millionen Zuschauern, das ist klar. Aber meistens sind es eben irgendwelche ausländischen, keine Ahnung, die überhaupt nicht mal irgendwie. Was weiß ich, ob die überhaupt eine Sprache möchte. Nein, Entschuldigung. Das war. Ob die. Ich weiß nicht. Es ist sehr. Also, wie ich gesehen habe, gibt's da zum Beispiel Leute, die bei mir gucken aus Israel und aus Brasilien und die sich halt diese Videos angucken aus Russland und bla. Und die ganzen Sachen, die gucken sich natürlich die weiteren Videos von mir nicht an. Und Und das ist eben für mich nicht wirklich so ein Riesengrund, riesig über die 5000 irgendwie zu feiern, 5000 Abonnenten-Special. Deswegen kommen bei mir auch nicht so Specials, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das eigentlich gar nicht so sein dürfte, weil, ne? Wie gesagt, ihr seht es ja selber. Und deswegen, ich habe nicht das Gefühl, darüber zu feiern. Klar, bin ich dankbar. Ich finde das sau gut und bringt mir natürlich auch Vorteile bei vielen Sachen. Weil ja viele wirklich größtenteils auf die Abonnenten gucken. Und das ist halt das Schöne daran. Und ich versuche es trotzdem auch weiter, weil wie gesagt, mir macht es halt Spaß. Aber ist halt für mich jetzt nicht hier irgendwie 5000 Abonnenten Special und bla bla bla, weil ich finde es eher, wenn du das siehst, ich habe ja, ich sag mal, rund 20 Aufrufe auf dem Part und habe 5000 Abonnenten, das ist eher,
ja, zum Auslachen, als darüber feierlich, yay, und ich habe jetzt 5000 Abonnenten, versteht ihr, was ich meine? Ich meine, okay, die Klicksitze vom Großen und Ganzen, vom ganzen YouTube, kann ich mich eigentlich nicht beschweren, weil wenn ich jetzt in meine Analytics schaue, eigentlich kann man sich über die Klicks nicht beschweren, aber das Problem, ist halt bei der ganzen Sache, dass, ja, dass das, wie gesagt, dieses Larry und so und das ganze alte Gedöns ist, eigentlich müsste ich laut den aufrufen, die so sind, ich zähle die irgendwie gar nicht mit, die ganzen Larry-Sachen und so. Ich versuche auch daraus das Beste rauszubringen und habe dann halt schon Playlisten verlinkt in den ganzen Parts, die am besten ist, vielleicht da noch was rumkommt oder so. Man versucht halt immer sein Bestes, um ein kleines bisschen doch mal sich, ne, dass der Kanal noch ein bisschen besser läuft. Ja, boom. Aber keiner mir jetzt entgegengeflogen. Ne. Und naja. Ja, genau. Also trotzdem, ich bedanke mich mal auf diesem Weg jetzt hier mal für die 5000 Abos. Finde ich oberklasse. Was ich dann schon eher feierlich fand, war damals die Millionen Klicks, die ich bekommen habe. Weil die Millionen Klicks, die sagen ja was aus, ne? Sind ja jetzt schon fast, sind ja, glaube ich, ich habe jetzt geguckt, glaube ich, schon 2 Millionen Klicks. Ich weiß es gar nicht. Habe ich gar nicht mehr nachgeguckt. Aber ist mir auch völlig relativ, weil ich mache die ganze Kacke, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich finde sogar, dass es zurzeit sehr gut läuft mit 10 Klicks auf oder 20 Klicks auf Dings, auf ein neues Video. Was vielleicht für viele lächerlich ist, aber für mich ist es schon eine Genugtuung und macht mir Spaß. Und dann habe ich auch noch nette Leute, die da mal drunter kommentieren. Auch wieder nicht viel, aber es wird kommentiert. Besser als früher. Und da muss ich auch dazu sagen, da habe ich viel den lieben Rivano zu verdanken, der mit denen, das war ein Glücksfang, mit dem irgendwie was zusammen zu machen. Und also für einen Kanal und auch für mich selber guten Freund gefunden und alles Mögliche. Und ja, kann man eigentlich jetzt nicht so meckern und es macht mir halt Spaß. Und ja, und wie gesagt, dann habe ich halt überlegt, ich muss ein kleines bisschen zurücktreten, ein kleines bisschen machen. Und deswegen habe ich wieder ein paar kleinere Veränderungen hier auf dem Kanal gedacht. Und zwar, es wird keine Veränderung vom... Hä, was mache ich denn hier? Wo muss ich denn hin? Hier muss doch irgendwas sein. Ich habe doch hier ein... Oder ist das unter mir? Hier ist so eine Kiste. Und da habe ich mir eben überlegt, ich werde jetzt wirklich krampfhaft versuchen. Ist hier in dem Haus was? Oder? Kommt man auch nicht rein. Oder ist das unten in der Kanalisation? Egal. Auf jeden Fall habe ich mir eben überlegt, ich werde jetzt erstmal versuchen, weit es geht. Ich habe ja auch gemerkt, in den 4 Wochen, wo ich weg war, wo weniger gelaufen ist, wo wirklich Minecraft, Portal Knights und das, was alles noch aufgenommen war, was wirklich schon noch vorproduziert war, bis sonst wann, oder Star Trek oder so, habe ich gemerkt, dass weniger bei mir mehr bringt. Also habe ich nochmal gedacht, gemerkt, also, und das freut mich natürlich. Und da habe ich mir halt auch überlegt, warum mache ich denn dann überhaupt so viel? Ne? Also, warum mache ich so viel, was gar nicht geguckt werden kann, vielleicht sogar, weil die Zeit überhaupt gar nicht stimmt. Und deswegen, ich werde jetzt Projekte pausieren, einstampfen, ich werde das jetzt besser regeln. Ich versuche, mich dahin weitestgehend zu verbessern, dass ich wirklich versuche, nochmal, also ich habe das ja schon, ne, schon oft gesagt, ich werde jetzt mal hier mal ein bisschen zurücktreten und bla bla bla, ein bisschen, habe ich ja schon mal einen Vlog drüber gemacht, das hat wieder mal nicht funktioniert, umso mehr Zeit ich hatte, umso mehr habe ich wieder aufgenommen. Ja, jeder YouTuber, der kennt das natürlich auch, wenn man dann eben Zeit hat, dann macht man dann eben auch Videos und dann fängt man neue Projekte an und ich muss endlich aus diesem scheiß Fluss raus. Das ist echt so eine
so eine Sache, die Leidenschaft, die überkommt dann einen halt immer. Aber ich muss jetzt auch sagen, in den 4 Wochen, da war jetzt in den fast 4 Wochen, muss ich auch sagen, waren am Ende die letzten Tage jetzt, wo es mir wieder besser ging, habe ich sehr viel dann, weil ich mich jetzt einfach gesuchtet nach Zocken. Ja? Also wenn man hier so ein kleiner Zocker ist und Let's Player, bla bla, man hat einfach auch Bock zu zocken. Also es ist ja nicht so, dass ich das hier einfach aus Dummdiedeldei mache, sondern es macht mir ja auch wirklich Spaß zu zocken und so. Und da habe ich so ein bisschen alleine gezockt. Und das hat mir riesen Spaß gemacht und das hat mir richtig Freude gebracht, so entspannt zu zocken. Und da werde ich jetzt, ja, mal gucken, wie ich das... habe ich auch schon eine Idee, aber ich bin noch am überlegen, wie ich die umsetze, um weniger Dings zu bringen, aber naja, mal gucken. Ich bin da noch am überlegen, da möchte ich jetzt auch noch nichts dazu sagen, weil das eine versuche ich, das andere das plane ich vielleicht nur mit einer, aber wenn es nicht klappt, dann ist es auch scheiße. Deswegen werde ich da jetzt mal noch nichts drüber weiter sagen. Ich werde, wie ich das eine Idee habe zum Kanal oder zur Weiterführung oder keine Ahnung, das klingt wieder so schlimm, wie ich die Idee zur Weiterführung klingt, wie ich Schluss machen oder so. Nein, ich will bloß ein bisschen kürzer treten. Wie gesagt, ich stampfe jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Projekte ein und pausiere Projekte. Wen es apropos interessiert, wir haben ja jetzt auch dieses Live-Let's Play von Lost Planet angefangen und ja, durch eben die ganze Schund habe ich natürlich nicht weitergezockt. Weil es ging einfach nicht. Aber ich hatte ja gesagt, ey, wir müssen das mal machen und macht dann Spaß und dann machen wir regelmäßig und das machen wir schnell und ja, und das versuche ich und bla bla bla. Ja, wieder mal die großen Versprechungen von einem YouTuber, der viel zu viel Stress hat im Leben. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt gedacht, ich plane mir mal dieses Alter Schwede. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ach hier, genau, da muss ich hin. Nebeneinsatz abgeschlossen. Aber ich war doch hier schon. Ich habe doch sogar die ganzen Nebenmissionen schon abgeschlossen. Und so. Guck, ich kann ihn gar nicht mehr ansprechen. Komisch. Naja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Ich verlasse jetzt den sicheren Bereich. Nein. Ich werde jetzt noch mal was versuchen. Und zwar hatte ich nämlich hier unten Probleme gehabt mit diesem... Ich werde jetzt hier runterlaufen und dann werde ich hier hinten wieder hoch und das Zelt einsammeln. Weil dieses Echo, das konnte ich einfach nicht einsammeln. Und das will ich jetzt nochmal probieren. Ich will ja, wie gesagt, ich bin jetzt schon mit Levels so weit, wie ich auch im Let's Play bin. Und geigel halt so noch ein bisschen, deswegen bin ich hier schon Level 15. Und will ja eigentlich nicht weitermachen, deswegen sammle ich jetzt sehr viel hier ein und mache und steige dadurch kein Level. Und, ja, was wollte ich dir jetzt überhaupt sagen? Ich war bei irgendeinem Thema stehen geblieben, was ich natürlich wieder total verrissen habe. Verdammt. Ja, genau, Lost Planet 2. Habe ich geplant, dass ich nächste Woche Montag oder Dienstag, das wäre der, Moment, jetzt muss ich schnell nachschauen. Das wäre der 25. oder eben der 26. Würde ich gern einen Livestream wieder machen und Lost Planet 3 weitermachen. Ihr könnt ja... Nee, nicht ihr könnt ja. Ihr seht es ja dann auf der Startseite bei mir, wie ich den eingeplant habe. Nicht? Hui. Flugstunden. Wie ich den eben eingeplant habe, seht ihr ja auf der Startseite. Einfach, na, steht er dort demnächst live oder irgendwie so ein Kauderwelsch und da seht ihr ja dann das Datum. Ich weiß noch nicht, ob ich es Montag oder Dienstag mache. Merkt es euch auf jeden Fall, es könnte sein, dass ich erst am Sonntag entschieden habe, wann ich es mache. Aber auf jeden Fall hiermit ist es gesagt, nächste Woche Montag oder Dienstag wird dieser Livestream fortgesetzt. Ja, ich freue mich schon drauf. Und ja, das Ganze auch ein bisschen fitter zu machen als... Achso, das war dieser Einsatz. Das Ganze fitter zu machen als das letzte Mal. Das war ja... Oh Gott, den helfen wir mal fix. Weil das letzte Mal hat zwar Spaß gemacht hier und war auch eine schöne Session, aber ich war doch sehr müde und angeschlagen. Das muss ich alles zugeben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, das ein bisschen besser zu machen. Und ja, genau, ich wollte Projekte pausieren und einstampfen. Und zwar... Worms Clan Wars. Ihr könnt das Ganze auch nochmal im Upload-Plan, natürlich auf www.gamerscheck.lp.de könnt ihr das Ganze auch nochmal in dem Upload-Plan. Ich verlinke einfach mal diese Seite.
den direkten Link zum Upload, Upload-Plan unten in der Videobeschreibung. Da haue ich das alles mal rein. Da könnt ihr dann einfach draufklicken. Da könnt ihr den Upload-Plan nochmal genauer anschauen, wenn es euch interessiert. Weil ich das jetzt hier nicht so langsam oder ich werde das jetzt einfach euch nacheinander aufsagen. Das meine ich jetzt damit. Und ist vielleicht da besser nochmal. Nur, dass ihr halt immer eben informiert seid. Und zwar mit Renten. Da schieße ich denn hin. Alter. Alter, warte mal, ich muss weg. Ja. Okay, jetzt habe ich ein bisschen die Schnauze zu voll genommen. Ich komme einfach nicht dazu, euch die Projekte zu verraten, die ich hier, was ich gemacht habe oder was ich vorhab. Fliegt er? Hat's. Flammenwerfer. Alter, warum? So. Okay, kann ich jetzt weitermachen? Genau, und zwar, wie gesagt, Wurm Clan Wars, was wir nochmal angefangen haben, das werde ich auf jeden Fall einstampfen, weil erstens mal in unserer Gruppe kriegt kein Hahn mehr nach, wann wir dann weitermachen oder bla bla bla, und zweitens mal, ich weiß nicht, das war glaube ich auch eine blöde Idee, das überhaupt anzufangen, oder ich weiß nicht. Also wir hatten richtig Spaß, also wir haben auch Spaß dran, das zu machen, aber irgendwie, weiß nicht, das ist so ein Projekt, das eigentlich schon zum nach hinten losgehen. Weil es ist halt Worms, da kann man halt nicht wirklich viel draus machen. Der ist schon am Brennen. Mhm. Dann GTA Online. Das wird auch eingestampft. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwann vielleicht mal weitergeht, wieder mit anderen Personen oder sowas, die zweite Staffel oder so. Also es wird erstmal eingestampft. Da wird es keine weiteren Folgen geben, zumindest sind da keine geplant oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß, das Projekt war lustig, aber es sind immer mehr Leute dann immer mehr zurückgegangen und Noxy war dann weg und dann war Nero weg und dann war Acid weg und Akro, der wollte ja sowieso mitmachen, da war eine Session dabei und dann war er auch weg und es war alles, dann ist Mr. Helm weg und dann Rivano weg und ja, zum Schluss waren wir dann bloß noch drei Mann. Und ja, dann kam jetzt noch, wie gesagt, meine Krankheit dazwischen und Chris Play zum Beispiel war jetzt auch ziemlich ungeduldig und hat es dann eingestampft. Ich habe damit auch kein Problem, das zu sagen, hey, wir machen damit Schluss. Weil eben, wir waren, wie gesagt, nur noch drei Mann und das hat dann den Arsch. Ich meine, bei Chris Play waren zwar viele, ist zwar viel Feedback gekommen, was GTA betrifft und es war viel, ja, Kommentare, aber so richtig wirklich und hier bei mir waren ja wieder kaum irgendwas und bei Rivano auch nicht und bei den anderen Kanälen, die mitgemacht haben, auch nicht und es war halt alles, warte mal, das muss ich kurz abspielen, das ist auch hier fertig gespielt ist. Und wir hatten ja geplant, ihr, liebe Zuschauer, solltet uns Vorschläge machen und solltet machen, das war, ging nach hinten los. Natürlich habt ihr das nicht gemacht. Und, auf was ihr Bock habt und sowas. Es kamen zwar so einige Vorschläge, aber es waren halt zu wenig, um jetzt wirklich, weil dann in der offenen Welt da irgendwas zu machen, da hätten wir einen richtigen Part, aber damit war wieder kein Part gefüllt und ach, alles so ein Gedöns. Und wie gesagt, dann sind sie alle weg und naja, was willst du machen? Somit ist GTA eingestampft. Ja, mehr wird es davon nicht geben. Warum geht denn dieses Echo nicht weg? Ich habe die Scheiße doch eingesammelt. Das geht nicht weg. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ich verstehe das nicht. Das ist irgendwie verbuggt, das Ding.
So, als nächstes wird bei mir Star Wars Battlefront eingestampft. Das werde ich auch nicht mehr bringen. Ich hatte am Anfang geplant, ja, wenn neue Updates oder sowas kommen, dann werde ich da schon noch was machen. Und weil ich habe ja einen Season Pass und bla bla bla, ist klar, werde ich auch noch weiter zocken. Aber das Ganze wird einfach nur bei Rivano weiterlaufen und ich werde noch mitzocken. Und da werde ich die neuen Sachen sowieso zocken können. Also bei Rivano wird, also habe ich zumindest nichts, dass es irgendwie aufhören will oder sowas, sondern dort wird es weitergeführt. Ich persönlich mache Star Wars Schluss. Es wird nochmal eine Session kommen. Wann die kommen wird, weiß ich nicht. Und zwar wird es ein Co-op-Let's Play mit einem anderen YouTube-Kanal, möchte ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe in irgendeinem Vlog oder so. Aber ja, lasst euch da überraschen. Einige von euch könnte sein, dass ihr die kennen. Ich hoffe es doch. Also sind wirklich coole YouTuber und ja, ihr werdet es dann schon merken. Also ich freue mich schon riesig drauf. Bloß das war genau auch wieder so eine Sache. Ich dachte, wir kämen uns näher. Mit den Let's Play, das war genau da, wollten wir die Session machen mit dem Kanal. Genau an dem Tag, wo ich richtig, richtig platt war. Es ging nichts und da hatte ich noch die Grippe gehabt. Das kam ja auch noch dazu. Ich hatte noch Grippe gehabt, dann habe ich noch Kotzeritis gehabt und also Bröckchenhusten. Und dann habe ich noch, ich habe ja alles Mögliche gehabt, die Zeit. Das war ja Wahnsinn. Ich kam ja gar nicht mal raus aus irgendwelchen sinnlosen Krankheiten. Und ja, und es war ja auch da genau der Zeitpunkt, da wollten wir aufnehmen. Also die Session wäre normalerweise schon gekommen, aber es ging halt nicht. Und jetzt warten wir wieder, bis wir da einen Termin frei haben. Wieder zu zocken. Und ja, das wird noch eine Session sein, die ich auf jeden Fall aufnehme. Aber wann die kommt, weiß ich nicht. Seht ihr ja dann, aber bis auf weiteres ist bei mir Star Wars eingestampft. Das könnt ihr dann weiter bei Rivano anschauen. Und ja, da werden wir schon noch Spaß haben an dem Spiel. Aber wie gesagt, nicht mehr hier. Ihr werdet es hier nicht mehr sehen. Und ja, da brauche ich auch jetzt noch eine. Jetzt fange ich an zu. Ui, das habe ich da auch gesprengt. Puh, ja, das waren die Projekte, die ich einstampfen möchte. Also das sind Sachen, die ich einfach, wo ich kein Potenzial mehr sehe und bla bla. Und pausiert werden von meiner Stelle How to Survive 2, das ist ja schon länger pausiert, also fällt nicht weiter ins Gewicht, aber ich möchte das Spiel schon noch gern mit Rivano weiterführen. Aber eben zur Zeit möchte ich das einfach nicht weitermachen, weil ich einfach ja, zu viel Stress habe und das sowieso nicht schaffe. Und auch nicht mir nochmal so immensen Stress verschaffen will. Oh. Da kommt jetzt die komische Musik. Ach, hier ist die Dark Zone, ne, oder? Nö, warum kommt dann die komische Musik? Halt, was war denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Warum ist denn das? Achso, das ist einfach bloß ein. Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. In der Ecke. Virusforschung, ja, das ist eine neue Mission. Die ploppen natürlich auf, bevor wir im Safehouse waren. Aber das Gebiet hier ist bestimmt auch sackig schwer. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, welche Stufe das hat. Ja, und dann gibt es, wie gesagt, How to Survive möchte ich gerne weiterführen. Rivano ist auch heiß drauf, das weiterzuführen. Das ist eben ein Projekt, was bloß bei mir läuft. Warte mal, welche Stufe ist es denn jetzt? Stand doch gerade hier. 9 bis 12 leicht. Na gut. Und ja, wird irgendwann weitergehen. Also das ist auf jeden Fall noch offen. Und Borderlands 2, das wird auch pausiert oder ist pausiert. Ja, ist halt pausiert und wird sicherlich bald weitergehen, weil ja, ist ja nicht so, dass da. Ich kann jetzt zwar noch nicht direkt ein Datum oder irgendwas, es klingelt hier im Hintergrund das Telefon. Ich hoffe, das hört ihr jetzt nicht, oder? Ja, Borderlands 2, wie gesagt, erstmal pausiert. Weil wir, ja, erstmal die anderen Projekte zu Ende bringen, beziehungsweise. Anthony, hast du die Sirenen gehört? Moment. Ein Reporter war im.
Muss man sich immer bewegen. Was ist das denn hier? Das sind doch alles Ratten. Alter, was ist das hier? Hätte ich jetzt vielleicht das Telefonat mal anhören müssen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Borderlands 2. Ja, wie gesagt, erstmal die anderen Projekte zu Ende bringen oder ein bisschen weiter voranbringen und ein bisschen Luft holen und dann wird das schon wieder weitergehen. Weil Borderlands 2 war ja wirklich lustig. Oder macht ja wirklich Spaß. Und ja, und dann habe ich ein bisschen was umgeplant auf dem ganzen Upload-Plan. Das werdet ihr sicherlich sehen. Und zwar kommt jetzt ARK statt Dienstag und Donnerstag. Kommt das jetzt Freitag und Samstag 14 Uhr. Wird vielleicht ein bisschen besser für euch sein. Gerade die ARK-Gucker, die dann immer abend nach der Arbeit oder früh raus müssen oder so. Und dann abend immer klotzen wollen. Können sich das dann voll genießen. Aber 14 Uhr, ich meine, das jeder eigentlich. 14, naja, ist egal. Ihr werdet schon Gründe haben. Ja, dann Minecraft kommt statt 16 Uhr jetzt 13 Uhr. Für alle Minecraft-Leute. Und Portal Knights statt 16 Uhr 14 Uhr. Und ja, das wär's zu den Veränderungen. Ui, schau, da sind Feinde. Würde ich sagen, die holen wir uns mal hier. Warte mal, ich mache jetzt mal wieder. Zack. Ich dachte schon, wir müssen mal das Auto, aber nö. Oh nein. Südlöpst. Da ist hochgegangen. So, dann steht noch eine Frage im Raum, liebe Freunde. Es steht noch eine Frage im Raum. Und zwar eine ganz große Frage. Und zwar, jetzt habe ich die ganze Zeit geblänkelt von, ja, aber ein bisschen zurück, einen Schritt zurück und bla bla. Aber das ist auch noch so ein Schritt in Richtung etwas mehr Ruhe. Und zwar, was heißt etwas mehr Ruhe? Es klingt jetzt so, als würde ich gar nichts mehr machen und faulenzen und bla bla, aber das ist es nicht. Wir haben gerade eine neue Ladung Styropor gebracht. Bei Ihnen. Okay, das andere ist dann ein Missionsgebiet. Und zwar geht die Frage gerade bei uns rum, wie wäre es, was würdet ihr davon halten, wenn wir einen YourTube Germany Let's Play Kanal machen? Das würde uns persönlich sehr, sehr viel Arbeit abnehmen, weil und es wäre für euch übersichtlicher. Und weil ich weiß ja zum Beispiel, dass es 1, 2, 3, 4 Leute gibt, die bei Revano gucken und dann sich sagen, hey, könnten doch mal bei Onkel gucken, aber schaffen es halt nicht und sind deswegen ein bisschen komisch darauf anzusprechen und bla bla. Es gibt da wirklich die Leute, die da sagen, denen das nicht scheißegal ist, muss es gucken. Agent, die Cleaners halt legen immer neue Brände und uns fehlen. Die uns halt, halt die Fresse. Wenn wir ihre Napalmproduktion nicht stilllegen, die sind uns wir halt, eine steife Brise Alter, von einem Hochwald entfernt. Das lenkt mich gerade ungemein ab. Sie haben ihre Hauptproduktionsanlage mitten in ihrem HQ. Also da, wo sie gerade hinwollen. Und ja, und dann kam uns die Idee vielleicht für einen YouTube Germany-Kanal. Und zwar geht es darum, zum Beispiel die Projekte wie ARK oder ja, die Projekte, wo wirklich Clara. Oh. Ich habe auf jemanden geschossen, er bewegt sich nicht. Und zwar geht es darum, um die. Um die Projekte, die wirklich mit vielen YouTubern sind aus YouTube Germany. Also jetzt nicht Minecraft oder so, wo ich wirklich mal mit einem oder mit Revano das Zeug mal weiter auf Gamerscheck LP und Revano LP komme. Aber es geht darum, um einen Kanal, wo wirklich die Projekte, wo viele von uns mitspielen. Erstens mal nimmt uns das die Arbeit sozusagen alles, ja, ihr müsst euch ja vorstellen, wenn wir jetzt zum Beispiel ARK nehmen, dann würde halt eben einer aufnehmen und würde das hochladen
Und die anderen hätten dann Ruhe. Und dann könnte man wieder ein anderes Projekt machen, wo dann wirklich ein anderer aufnimmt. Und die anderen wiederum hätten dann Ruhe. Versteht ihr, was ich meine? Also dann könnten wir ja uns das ein bisschen besser aufteilen. Und ihr hättet einen gesammelten Kanal, wenn ihr jetzt wirklich unsere ganze Gruppe nur anschauen würdet. Wie, eben gerade, wie gesagt, Ark. Und euch gefällt Ark am besten und unsere anderen Let's Plays gar nicht so. Dann ist das doch eigentlich so ein Sammelkanal eigentlich ganz cool. Und zwar, wir haben ja schon einen YouTube Germany Kanal. Also das muss ich ja sagen, YouTube Germany Kanal haben wir schon. Aber der ist ja dafür da, um für die Community, die wir ja aufgebaut haben, die Playlisten reinzuhauen. Jetzt bin ich am überlegen, weil es nutzt wirklich keiner. Es ist auch mal einer, der mal eine E-Mail schreibt. Auch da, wenn du das jetzt gerade siehst, Snoopy, ich hab's verrissen. Ich hab's einfach vergessen, dann wurde ich krank und dann ist... Ich habe eine riesen Mail bekommen mit seinen Playlisten, die ich dort einfügen soll. Und zwar ist das ja der YouTube Germany Kanal ein Sammelkanal. Für Playlisten. Da kann jeder seine Playliste von der Community sagen, hier, die habe ich neu und dann wird das eingefügt, aber es nützt keiner. Es interessiert einfach keinen Schwanz. Und da habe ich halt überlegt, entweder baue ich dann den Kanal um, dass ich dann eben die Playlisten da und da wirklich dann Let's Plays mache. Mit YouTube Germany. Und da können ja YouTube Germany ist ja nicht so, dass es nicht steigt oder so. Man könnte ja dann mal irgendwie was... Ach, die Leute reagieren sowieso nicht drauf. Von daher, man könnte sich ja noch erweitern. Das wird ja vielleicht noch größer. Und es wird ja auch noch. Zum Beispiel das ARK-Projekt ist ja wirklich um übelst viele Personen noch gestiegen. Also, die ihr jetzt noch gar nicht gesehen habt, gehört habt oder so. Also, bei dem ARK-Special habt ihr mal den Olli da gehört oder so. Aber das. Wir haben gerade eine neue Ladung Styropor gebracht. Bei Ihnen hier will ich ja noch. Ja, was ist denn das? Straßensperre. Ach so, da geht's in der Dark Zone. Da will ich nicht hin. Ja, was haltet ihr davon? YouTube Germany LP Kanal. Entweder baue ich den YouTube Germany Kanal um, den mit den Playlisten, halt es runter, verkündet das eben, dass der Kanal sowieso nicht genutzt wird und ich das dafür nutze. Oder ob ich einen neuen Kanal mache, YouTube Germany LP. Keine Ahnung. Oder wir einen neuen Kanal machen, Entschuldigung. Entscheidet das. Ihr könnt unten in die Kommentare schreiben das. Und könnt sagen, was ihr davon haltet. Ob ihr das gut findet. Und wie gesagt, YouTube Germany kriegt dann, oder durch den Kanal könnte es vielleicht dann auch eben sein, dass die Leute das mitbekommen, dass YouTube Germany eben nicht nur eine Community zu Videoposten ist, sondern einfach wirklich eine Community, die sich irgendwie zusammentun möchte und die zusammen was machen möchte. Und da kann dann jeder dann davon natürlich auch wieder Werbung für seinen Kanal machen und das wird vielleicht auch wieder Leuten was bringen. Nein, und, um welchen Notfall geht es? Ich bin betreut. Ich finde, es hört sich so ganz gut an. Also Gamerscheck LP wird natürlich weiterhin bestehen. Aber halt eben wirklich die Projekte mit mehreren, mit der Gruppe YouTube Germany, die wirklich mehrere sind. Oder die Projekte mit mehreren Leuten halt, ne? Also nicht jetzt zwei mit Rivano, das bleibt, hab ich ja alles schon erklärt. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Was würdet ihr davon halten? Findet ihr das gut oder findet ihr das eher nervig, dann eure Abo-Liste damit durchzuklatschen oder noch mehr darauf zu klatschen? Ja, wir stellen schon die nächste Ladung her. Wir müssen jetzt reichlich Vorrat haben. Wenn ich jetzt aber hierhin gehe, bin ich wieder neben der Mission, ne? Ja, genau. Warum wird mir die jetzt hier auf der Map nicht angezeigt? So, sollen wir das noch? Boah, ich bin gerade ein bisschen... Ja. Schreibt dazu ruhig was unten in die Kommentare. So. Und da gibt es noch ein kleines Ding hier zu The Division Let's Play. Zu dem Let's Play natürlich von Division. Und zwar geht es darum, dass wir jetzt ab der nächsten Session Division leider nur noch 15 Minuten Parts erstmal rausbringen können. Bis Oktober. Und zwar ganz einfach da Grund, der liebe Crazy damit zockt, der hat einen Strike eingefangen. Und deswegen kann er nicht, darf er nicht mehr als 15 Minuten Parts bringen. Und da wir ja zusammen dem Let's Play stecken und wir das Let's Play zusammen gerne machen und wir dabei Spaß haben und wir dabei absolut keinen irgendwie vernachlässigen oder irgendwie in den Hintergrund stellen wollen, wir sind direkt am Tor. Haben wir gesagt, das ist absolut kein Ding.
dann machen wir halt die 15 Minuten Parts. Das wird ein bisschen, ist halt ein bisschen doof, die werden halt sehr kurz und aber was soll's. Es geht aber weiter. Und sobald dann der Strike von ihm weg ist, dann wird es natürlich wieder 20 Minuten Parts genau. Es ist jetzt halt, so ein Strike ist halt mal ein halbes Jahr da. Und da müssen wir jetzt damit leben und das wird vielleicht sogar ein bisschen problematischer sein, weil man dann eben auch keine Überzeit machen kann. Jetzt gerade bei, wenn du hier normal hast, kannst du ja sagen, hier komm, wir müssen jetzt hier noch den Fight zu Ende machen. Und dann gehen wir einfach raus oder machen dann einfach aus oder machen dann pausieren das Ding. Ist halt dann mal der Part 25 Minuten oder 30 Minuten oder passiert halt auch mal. Oh, hab ich jetzt toll getroffen. Das war ja jetzt wieder. Ja, das ist noch so ein kleines Anliegen, was ich auch noch sagen wollte. Ja, ich glaube, der Vlog, der geht jetzt wieder 40 Minuten. Leck mich am Arsch. 40 Minuten. Na, fast 41 Minuten. Ja, da habe ich wieder so, ein bisschen viel gequatscht, obwohl ich gar nicht so viel quatschen wollte. Wir haben gerade eine neue Ladung Styropor gebracht. Ich stehe vor der Dark Zone. Ich möchte aber auch nicht. Ich möchte irgendwie. Das ist der Abholbereich. Ja, da müssen wir auch im Let's Play nochmal reingehen. Ich will es jetzt hier gerade nicht. Ich möchte erstmal hier so ein bisschen abklappern. Warte mal, habe ich jetzt hier gerade noch was gesehen? Guck mal, hier ist noch ein Echo. Ach, guck mal, jetzt ist das Echo weg. Oder? Ist es weg? Ja, es ist wieder immer noch da. Ich krieg dieses Echo hier nicht weg. Ich verstehe es einfach nicht. Dieses Echo müssen wir hier noch machen. Da laufe ich jetzt hin. Ja, das war es eigentlich schon für die Informationen für den Vlog. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch so noch irgendwie im eigenen Ermessen noch ein Anliegen habe. Irgendwas zu sagen. Ja, keine Ahnung. Ich habe eigentlich nichts. Ich hoffe trotzdem, dass ihr natürlich weiter erhalten bleibt, ne? Und auch wenn ich jetzt mal wieder kurzfristig Projekte einstampfe und abbreche und was mir eigentlich gar nicht so gut gefällt, sowas zu machen. Ich bin eigentlich, ne? Ich mag es lieber, wenn die Projekte als beendet dort stehen, aber ich habe jetzt in letzter Zeit so viele Projekte abgebrochen, dass mir das jetzt schon langsam unangenehm ist. Aber es ist schon sowieso schon passiert, es ist abgebrochen, es ist schon alles umgeschrieben. Gestern haben wir die erste Session wieder von Star Trek aufgenommen. Die geht dann auch ab Mittwoch wieder weiter. Wäre dann, glaube ich, morgen. Ich weiß nicht, wenn ich den Part hier rausbringe. Oder den Part, den Vlog. Das, so wollte ich das sagen. Sterben Sie einen grausamen Tod. Wieso, du Arschloch? Ja. Okay. Das Echo holen wir noch zusammen, oder? Holen wir das Echo noch zusammen? Wir holen das Echo noch zusammen. Oder hier, ach so, die. Ach, da, ich wurde gerade abgeholt. Cool. Ja, die Dark Zone. Ist für uns noch unberührtes Gebiet hier in der Vollversion. Oh, da ist wohl gerade jemand dort, der seine Sachen abholen lassen will. Na, da rennt er rum. Kann man jetzt auch hier von außen stänkern? Da rennen welche. Hier von außen Stänger. Ich erwischt ihn, oder? Ich alter Stinker. Ja. Ich glaube, ich habe den erwischt. Ich weiß es nicht. Ballen.
Aber definitiv muss ich hier auch mal rein. Ja, am Let's Play machen. Mal hier einen Rang ein bisschen erhöhen. Obwohl ich nicht glaube, dass das da drin so einfach wird. Wie sieht es denn hier aus? Steht irgendwo noch was rum hier? Kann ich nicht, ich bin voll. Ja, das Echo holen wir uns noch zusammen. Deswegen läuft ja eigentlich der Vlog noch. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare wegen dem YouTube-Kanal. Wenn ihr sagt, ihr habt kein Interesse dran, dann lasst es gleich bleiben. Oder lassen wir das gleich bleiben. Aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Hier ist das Echo. Sudele. Ja, komm schon. Wiederherstellung abgeschlossen, aktiviert und einsammeln. So. Entschuldigen Sie, für welche Zeitung schreiben Sie? Ich arbeite beim Radio, Ma'am. Es gibt Gerüchte, dass die Regierung dieses Gebiet absperrt, um etwas zu vertuschen. Manche sagen sogar, das hier sei das Testgebiet für eine neue biologische Waffe. Ich hatte sogar überlegt, Ich hatte sogar überlegt, heute zu diesem Vlog Minecraft zu zocken. Meine private Welt. Hab ich überlegt. Nein, kann man nicht hoch. Aber. Dann hätte ich euch ja mein Haus gezeigt. Und bei Minecraft ist ja zurzeit das große Geheimnis um mein Haus. Bei mir zumindest, wie ich das bauen möchte. Oder soll. Seht das Bins. Der hat ja von mir ein Foto gekriegt, wie mein Haus aussieht im Privaten. Und ihm hat das sehr gut gefallen. Und ich soll das jetzt so ähnlich bauen. Und da bin ich ja gerade dabei. Und ja, dann hätte ich euch ja das Haus gezeigt, nicht, dass ich die Überraschung weggenommen. Deswegen habe ich mich da entschieden, ich spiele eine Runde Division. Ja, okay. Wir sind jetzt bei 47 Minuten, fast 48 Minuten. Wir haben den Vlog rum. Ich habe euch jetzt eigentlich wieder mit Informationen ein bisschen vollgebombt. Ich hoffe auf eure Kommentare und dass ihr mal ein bisschen was sagt und dass ihr mal ein bisschen mal Feedback gebt oder so. Weil das wäre echt mal Knorke von euch, wisst ihr? Hallo. Du kannst gerne. Nein, die sind nicht tot. Ich bin ja noch da. Ich bin wieder back. Ich bin back. I'll be back. Und das heißt ja, ich komme zurück. Ja. Okay, liebe Freunde, dann war's das hier für den Vlog. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr so zugehört habt. Nein, Feedback, wie gesagt, wäre nett. Und dann hört man sich, liebe Freunde. Und für die, die jetzt bis zum Schluss geguckt haben, wiederhole ich es nochmal. Nächste Woche, Montag oder Dienstag, gibt's wieder einen Livestream. Von Lost Planet 2, da geht es endlich weiter. Und dann, yeah. Dann geht es ab, ne? Und dann machen wir wieder einen kleinen Livestream. Das freut mich schon. Und ja, da würde ich sagen, warum brennst du denn? Ernsthaft jetzt? Doch bestimmt wegen den Kühlmuschis hier. Es ist vorbei. Bye. Quack. Na, guck mal, ich krieg ja mein Medikit wieder. Danke. Eine Granate, das hätte ich mir am Anfang mal vorstellen. Hätte ich mir mal am Anfang gewünscht, dass das so passiert mit einer Granate. Paff, alle weg. Also zumindest von den Cleanern hier. Naja. Okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Man hört sich. Tschüss.